Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einem neuen Part des Let's Plays. Ich befinde mich jetzt in der Aufnahmesession, circa eine Woche her ist es, als unsere liebe Pilzi gestorben ist. Das war echt ein Video, du, das war wirklich der Hammer. Ich habe heute eine Mission, denn erstens, wie ihr wahrscheinlich seht, sind die Parts ab jetzt tatsächlich geschnitten. Auf jeden Fall ist unsere Mission heute Bambus. Bambus ist das Problem. Erstens kann man aus Bambusstöcker sich craften und dadurch, dass Bambus ja sozusagen eine unendliche Quelle ist, kann man da auch unendlich Brennstoff draus ziehen. Und zweitens kann man aus Bambus, und jetzt kommt das entscheidende Ziel der heutigen Folge, kann man aus Bambus Gerüstblöcke bauen. Und Gerüstblöcke interessieren mich sehr, sehr doll zum Bauen. Und wir haben schon wieder diese Standbilder. Wenn es so weitergeht, werde ich gleich mal wieder meinen Minecraft neu starten. Ich habe übrigens eure Vorschläge umgesetzt und mal meinen Minecraft, ich weiß nicht, wo ihr das gesehen habt, aber ich habe meinen Minecraft auf 7 oder 6, glaube ich, im RAM zugewiesen, dass wir nämlich mehr FPS hier in-game haben. Hä? Warum verbinden die sich nicht? Kann mir das jemand erklären? Oder ist es nicht? Ich glaube, ich habe da mal irgendwas gesehen, dass sich in der 1.14 die Truhen ja nicht mehr verbinden, wenn sie fliegen, oder? War das nicht irgendwie so? Oh, ich habe gar keine Ahnung, Leute, Alter. Ich bin so raus seit der 1.9. Und ich habe mir halt wirklich kein Wassereimer mitgenommen. So ein Mist. Mir ist ganz entfallen, Leute, dass es ja wirklich so viele neue Tiere hier gibt in der 1.14. Also es gibt ja jetzt Pandas, habe ich vorhin erst gesehen. Mir ist es gar nicht so richtig eingefallen. Ich habe mal gesehen, dass Pandas reinkommen sollen. Aber ich habe nie so wirklich dran gedacht, auch an diese Baugerüstblöcke. Hab das mal gesehen und ich habe es extrem gefeiert, dass es dann kommt und habe mich extrem darauf gefreut, dass man es dann zocken kann so. Aber habe nie damit angefangen und habe das irgendwie mega verdrängt. Und letztens denke ich so, ja, aber da war doch mal irgendwas. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir so, yo, das muss ich unbedingt auch machen, Alter. Weil das halt einfach so einen Vorteil zum Bauen bringt, vor allem wenn wir dann größere Häuser bauen, ist ja jetzt relativ klein, was wir da bauen. Ich bin echt froh, dass ich früher schon so ein bisschen PvP-Erfahrung wenigstens gemacht habe. Ich glaube, ich wäre schon 10-mal in diesem Projekt gestorben. Bisher können wir uns ja schon seit Folge 1 damit identifizieren, dass wir noch keinen einzigen Tod auf der hohen Schippe haben. Und dieser Tod, der wird auch nicht kommen, Leute. Ich sag es euch. Ich werde in diesem Projekt niemals sterben. Nie. Ach so, Leute, und ich farm mir übrigens nebenbei jetzt, immer wenn ich Kühe sehe, das Leder. Wir haben jetzt schon 14 für den Enchanter, dass wir nämlich einen 30er Enchanter bauen können. Weil wenn wir den haben, kann ich endlich meinen Dia-Stuff enchanten, den ich schon seit 10 Jahren kaputt mache. Ui. Ja gut, hab ich nicht gerade gesagt, dass immer, wenn ich so großkotzig bin, genau sowas passiert? Oh no. Lol. Warum stand der jetzt zur Welt beobachten und warum bin ich jetzt im Game Mode 3? Hilfe? Kann mir das jemand erklären und wie komme ich hier raus? Im Laden öffnen. Leute, eigentlich will ich den Spielmodus nicht ändern. Aber ich glaube, wenn ich das hier jetzt nicht mache, dann komme ich halt hier auch nicht raus. Lol. Hä? Das war... Hä? Kann mir kurz jemand erklären, warum das... Hilfe? Projekt gescheitert am Ende? Wie komme ich... Hä? Ja, ich bin absolut lost. Was? Leute! Hä? Was? Kann mir kurz mal jemand in die Kommentare schreiben, was das gerade war? Und ob das jetzt hier normal ist oder ob ich noch in irgendeinem Game-Mode bin oder... Also theoretisch müsste ich ja jetzt wieder ganz normal auf meiner Hardcore-Welt spielen, oder? Warum? Was? Hä? Ich verstehe gerade halt gar nichts mehr. Projekt einfach gescheitert. Was ist denn? Aber... Wie kann denn... lol?
es macht halt so maximal gar keinen Sinn gerade für mich in meinem Kopf. Warum kann ich denn nicht einfach auf Wiederbeleben drücken und alles ist wieder okay? Warum muss man denn dann auf Beobachten und dann Welt neu starten und Game Mode und dies und das und... Komischste Folge, die ich je gesehen habe einfach. Das Problem ist, ich habe halt gar keine Ahnung, ob es hier überhaupt einen Dschungel gibt. Ich bin aber der Meinung, es muss einen Dschungel geben, so. Die können ja nicht einfach nur, weil es zerklüftetes Weltbiom ist, sagen, yo, es gibt jetzt hier keinen Dschungel mehr und man muss sich den Stuff auf so einem Dschungel irgendwie anders ranbekommen, so. Aber ich verspreche euch, Leute, wir finden den Dschungel noch. Ich habe halt auch noch keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gerade über eine halbe Stunde schon, bin ich jetzt am Suchen. Warte, die Aufnahme geht genau 23 Minuten. Ja, fast über eine halbe Stunde, ne? Lol. Und ich renne die ganze Zeit hier rum und finde halt nichts. Also mit nichts meine ich wirklich nichts. Und dann sterbe ich einfach an einem Creeper, schon sonst wie viele Blöcke vom Home entfernt. Ich weiß auch nicht, vielleicht finde ich irgendwann meinen Stuff wieder, wenn ich die Chunks dort lade. Aber theoretisch eigentlich nicht. Leute, ich werde hier mal die Pilzdinger abbauen, falls ich davon noch mehr finde. Damit ich einfach mir Pilzsuppen zur allergrößten Not mache, bevor ich hier verhungere. Also Leute, bisher haben wir noch nichts gefunden. Außer ganz viele Wüstenbiome. Aber sonst noch nichts. Und jetzt ein Wrack. Da, ja Mann, wahrscheinlich. Einfach in der Tür steht ein Creeper. Was haben wir denn heute? Was haben wir denn heute? Jo, nein. Okay, er ist down. Papier, ganz viel Papier brauchen wir nicht. Und hier ist die Hauptchest, glaube ich. Komm. Ja, die Hauptchest. So, und jetzt... Oh nein. Oh nein. Nicht ertrinken. Was halt auch geil wäre, wenn wir es finden, wäre ein Wassertempel. Problem ist, ich glaube, also wenn wir einen Wassertempel finden, wäre es halt extrem lucky. Wisst ihr, ich kann mir auch vorstellen, ich suche jetzt hier die ganze Zeit so übel verzweifelnd nach diesem Biom und finde einfach nichts. Und dann schreibt ihr mir so in die Kommentare, Revelation. Aber in zerklüfteten Welten gibt es doch gar nicht dieses Biom. Oder weiß ich nicht was. Oder ihr sagt mir, yo, das kannst du auch ganz easy einfach von irgendeinem Mob gedroppt bekommen. Aber auf MicroFiki habe ich jetzt nichts direkt dazu gesehen, dass man das locker von einem Mob gedroppt bekommen kann. So Leute, und ab geht der Kampf durch das nächste Wüstenbiom. Ja. Oh mein Gott. Nach 30 Minuten laufen. 30 Minuten. Bin ich gerannt und da ist es. Es gibt es doch. Ich habe wirklich schon dran gezweifelt. Es existiert. Das Biom der Biome. Oh mein Gott, ja. Ja. Leute, wir haben es. Wir haben es und jetzt müssen wir nur noch das besondere Bambus-Biom davon finden. Ich will ganz kurz mir wenigstens 4 so eine Setzdinge mitnehmen. Damit wir nämlich das Holz auch zu Hause fahren können, ohne dass ich immer wieder hierher rennen muss. Oh, nach einem Tod, der echt komisch war. Oh, wir haben es. Wir haben es. Ja. Alter, ich bin gerade richtig glücklich. Ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, jetzt erstmal anderthalb Stunden nach diesem Biom suchen. Let's go. Leute, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie geringer? Die Wahrscheinlichkeit wirklich geringer, wenn ich es abbaue? Oder habe ich halt einfach nur pures Pech? Leute, da oben ist schon die erste Kakaobohne. Die werde ich mir jetzt direkt mal snacken. Weil mit dem Dschungelholz kann ich die zu Hause auch gleich anbauen und dann können wir die vermehren und dann passt das auch alles. Ich weiß zwar nicht genau, was man mit den Kakaobohnen alles machen kann. Aber, ja, und die Melonen. Oh ja, die Melonen nehme ich auch gleich mit. So, kommt mal her, liebe Melonen. Daraus können wir uns nämlich gleich Melonenkerne machen. Auch wenn ich... Kann es sein, dass ich Melonenkerne schon zu Hause habe? Ich weiß es nicht. Ich werde mal ganz kurz ein Bett machen, bevor ich hier wieder von einem Creeper weggesprengt werde. Dass wir da drin kurz schlafen. Und jetzt ist auch wieder Tag und wir können direkt los. Drückt einfach die Daumen,
dass es in diesem Biom irgendwo den Bambus, ich komme. Da oben, Leute, habt ihr ihn gesehen? Da oben ist der Bambus und da ist auch ein Skelett. Bei meinem Glück schießt mich dieses Skelett jetzt hier runter und ich sterbe einfach. Nein, nein. Junge, lass mich. Oh, Leute. Endlich, da ist es. Das Bambus. Oh, ich hab dich so vermisst, Bambus. Ah, das ist ein richtiger Block. Kann ich den... Wie baue ich den am schätzen ab? Hiermit, ne? So. Ich baue ihn am liebsten so ab, sicherheitshalber einfach. Nicht, dass irgendwas wegdroppt oder so. Dann haben wir... den Bambus. Endlich. Endlich. Mann. Was eine Qual einfach dieser Bambus war. Oh Mann. Ich kletter mal kurz auf so einen Baum hoch und guck mir das mal hier von oben an, um zu sehen, ob hier irgendwo noch mehr von dem Bambus oder es halt so ein fettes Biom gibt, wie es mir Minecraft Wiki sagt. Aber ich bin der Meinung, hier ist nirgends, beziehungsweise wird hier definitiv irgendwo was sein. Aber das ist dafür auch ein sehr, sehr, sehr großes Dschungelbiom. Also ich glaube, wir haben hier echt, also für den Dschungel ist das echt richtig, richtig fett. Und definitiv werde ich hier auch nochmal wiederkommen. Aber dadurch, dass ich jetzt meinen Bambus habe und es eine echte Qual war, werde ich jetzt ab nach Hause machen mit dem Bambus. Lieber Baum, ich brauche noch einen Setzling, komm. Ich habe jetzt fast ein Stack Tropenholz gefarmt aus den Bäumen. Und diese Bäume geben mir einfach keinen vierten da. Setzling, so. Jetzt, Leute, geht's ab nach Hause. Später könnte man theoretisch so richtig fett einfach so eine, wie soll man das beschreiben, so eine Station bauen, wo man dann mit Schildern markiert hat, ja, Tropenbiom, Wüstenbiom, blablabla Biom, wo dann Schienensysteme dich dorthin bringen, dass man halt dort ganz viel farmen kann. Das wäre natürlich übelst fett und auch am einfachsten so von der Bewegungsmethode. Außer natürlich, wir haben relativ schnell die Lytrin, was sehr unwahrscheinlich sein wird. Aber ich meine, mal sehen, wie schnell wir den Enderdrachen klatschen. So, meine Intention dahinter, hier hinter dem Projekt, ist nicht unbedingt, dass ich den Enderdrachen klatschen will oder so. Aber ich will mit euch so eine geile Zeit haben, wisst ihr so. Ich spiele das hier so lang, wie ich Bock habe. Und momentan habe ich so Bock hier drauf. Einfach hinsetzen, ein bisschen zocken, ein bisschen mit euch talken. Auf die Folgen achte ich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen so. Ich gucke, dass ich halt ein bestimmtes Ziel habe, was ich verfolge, so dass wir das in der Folge schaffen. Aber ich denke mir jetzt nicht, yo, das Video darf maximal 20 Minuten lang gehen. So, wenn der Part mal 30 Minuten geht, was sehr unwahrscheinlich wird, wenn ich das jetzt schneide, dann ist es halt so. Aber ich bin jetzt bei 45 Minuten Ruhe Aufnahme. Und das schneide ich halt alles runter. Ich denke mir, das werden so 17 Minuten am Ende oder so. Mal gucken. Ja, das ist doch unwiederkennlich. Leute, wir sind zurück aus dieser spannenden, etwas sehr langen Tour. Endlich wieder zu Hause. Und jetzt heißt es nur noch, mich aus meinem Boot buggen. Hilfe. Okay, ja, mein Boot ist scheinbar weg. Jetzt geht's ja noch nach oben. Und dann können wir endlich das Ziel der Folge vervollständigen. Nämlich endlich unsere Rüstungsblöcke machen, sowie den Bambus Bambus anpflanzen und ich hoffe, das Skelett bleibt da unten und schießt mich nicht noch weiter ab. Jetzt mit euch loslegen und den sogenannten Rüstungsblock craften, ja. Der Rüstungsblock, das Gerüst, das Ziel der Folge ist erreicht. Das sind nämlich Blöcke, Leute. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht kennt ihr sie schon. Und zwar kann man die erstens übelst easy abbauen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, kann ich die nicht so? Lol. Ja, wie ihr seht, ich verstehe die Mechanik selber noch nicht so richtig. Ach so, genau. Ne, die kann man jetzt so hochstapeln und jetzt kann man einfach hier hochgehen. Und kann einfach hier runtergehen. So richtig heftig. Und das würde ich nämlich ausbauen wollen. Und hier kann man auch runter sneaken wieder. Und man kann auch, wenn ich das jetzt abbaue, kann man zum Beispiel auch, ich kletter jetzt hier hoch. Und jetzt kann man
wenn ich es richtig weiß, so machen. Genau, in die Richtung, die man guckt, kann man dann die so bauen. Und später kannst du die einfach abbauen und alle droppen von alleine runter. Das ist doch mal so geil. Und das wäre, glaube ich, jetzt auch das erste oder das nächste, was wir machen. Und zwar erstens, what the fuck, wie schnell wächst das? Und zweitens würde ich davon erstmal jetzt so richtig große oder richtig große, ne? Okay, Bambusfarm bauen. Dass wir dieses Bambus nämlich in Massen produzieren können. Und kann man, als ob das geht. Wie groß werden die? Werden die unendlich groß? Ne, die werden nur, okay. Das ist die maximale Größe, die erreichen. Oh. Okay. Das ist cool. Und wenn ich jetzt den abbaue, du habt alles? Ja. Und ja, Leute. Ich hoffe, euch hat die ein bisschen sehr chaotische und fast nahezu trashige Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, Leute. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ich würde damit sagen, ciao.